Die Verschärfung des Kartellrechts, jetzt aktuell also ein großes Thema, über das ich jetzt sprechen möchte mit Professor Hans-Peter Schöntoski, Wirtschafts- und Kartellrechtler. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Als allererstes muss man ja einmal sagen, man hat das vorher schon geahnt. Es gab Vorwarnungen, dass nur weil man jetzt dort die Steuer senkt, das nicht bei uns allen heißt, dass man viel günstiger tankt. Welche Möglichkeiten bietet das Kartellrecht also aktuell überhaupt, um die Preisgestaltung der Ölkonzerne zu kontrollieren und vielleicht auch zu beschränken? Zwei ziemlich heftige und bisher auch noch gar nicht wirklich zu Ende diskutierte. Erstens spricht alles dafür, dass wir es hier mit einer abgestimmten Verhaltensweise, einem echten Kartell der Unternehmen zu tun haben. Das ist verboten nach unserem Kartellgesetzbuch. Und zweitens gibt es einen Schadensersatzanspruch im Kartellrecht, den könnten alle Verbraucherinnen und Verbraucher gemeinsam geltend machen. Wir haben in Deutschland nur das Problem, dass es diese Bündelklage für alle Verbraucher nicht gibt. Aber Prozessfinanzierungsgesellschaften könnten das zugunsten der Verbraucher beispielsweise geltend machen. Also es gibt schon etwas, woran man denken sollte. Das heißt, man müsste jetzt gar nicht nachschärfen, sondern man müsste überhaupt erstmal die Möglichkeiten, die man hat, nutzen. Und dann könnte es sein, dass wir relativ kurzfristig an den Zapfsäulen endlich Erleichterung sehen für unsere aller Geldbeutel? Ja, so würde ich das wirklich sehen. Sie haben natürlich recht, das Gesetz selber müsste nachgeschafft werden. Wenn es nämlich keinen Kartellrechtsmissbrauch gibt und man trotzdem diese Erleichterung zugunsten der Bürgerinnen abschöpfen möchte, das müsste man wirklich ins Gesetz schreiben. Aber bevor man das tut, würde ich sagen, lasst euch doch mal das Gesetz einfach anwenden. Also ich sehe das so, dass der Wettbewerb eigentlich dafür sorgt, dass die Preise im sogenannten Grenzkostenbereich, also an der untersten Grenze, sich automatisch einpendeln. Tun sie im Moment aber nicht. Also spricht doch alles dafür, dass die Unternehmen sich hier ja, durch ihr Verhalten einfach so abstimmen, dass die Preise sich eben nicht senken. Ganz klassischer Fall eines Kartells. Das Bundeskartellamt sollte mal eingreifen, finde ich. Haben Sie denn da das Gefühl, weil ich hatte ja am Anfang schon gesagt, die Vorwarnungen, dass sowas passieren könnte, gab es ja auch vor dem Tankrabatt, bevor er dann in Kraft getreten ist, dass sich die Politik und damit auch das Kartellamt nicht so wirklich mit den Fällen beschäftigt hat und das ein Schnellschuss war, bevor man das ganz durchdacht hat? Das glaube ich eigentlich nicht. Normalerweise führen solche Senkungen schon im Wettbewerb dazu, dass es weitergeht an den Verbraucher, eben weil ein Wettbewerber ja Marktanteile gewinnen kann, wenn er seine Preise senkt. Und wir haben im Kartellgesetz mit Blick auf Kraftstoffe was ganz Besonderes, nämlich eine Beobachtungsstelle mit einer Verpflichtung, praktisch jeden Tag zeitgenau die Preise an den Tanksäulen auch dem Kartellamt zu melden. Das heißt, das Kartellamt weiß sofort, ob das passiert, worüber wir beide gerade diskutieren oder nicht. Nein, so gesehen würde ich sagen, wir sind eigentlich gesetzlich gut aufgestellt, nur wir müssten das Gesetz jetzt eben auch anwenden. Sollte man jetzt aber doch trotzdem über Verschärfungen weiter sprechen? Wie schnell würde das Ganze überhaupt funktionieren? Wie schnell kann man so eine Neuregelung des Kartellrechts finden? Ja, ich würde eben sagen, genau, Sie haben recht, wir müssen darüber diskutieren. Es wird noch ein paar Fragen geben, Pro und Contra. Dann muss das gesamte Gesetzgebungsverfahren laufen. Dann muss es ins Gesetzbuch, dann muss es umgesetzt werden. Also bevor 4, 5, 6 Monate vergangen sind, passiert hier nichts. Stattdessen könnte ab morgen das Bundeskartellamt sagen, abgestimmtes Verhalten bitte abstellen, sonst Strafzahlungen, sonst Bußgeldzahlungen und die Verbraucher könnten sich zusammenschließen und sagen, so, jetzt machen wir unseren Schadensersatzanspruch geltend. Das kann alles morgen passieren. Morgen passieren klingt natürlich besonders gut. Vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke nochmal, dass man erstmal die Möglichkeiten ausschöpfen könnte und wir alle viel schneller davon profitieren könnten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch sehr und einen schönen Tag.